So, herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 2, meine Krieger und Kriegerinnen. Ich bin's, euer Oli, Let's Play. Und jo, das ist die erste Folge Siedler 2 mit Kamera. Warum? Ich habe mir so gedacht, nachdem wir schon alles andere mit Kamera machen, habe ich mir gedacht, das wäre voll cool. Das wäre voll geil, wenn wir das auch hier machen, weißt du? Das wäre voll geil. Ja, habe ich mir halt so gedacht. Ich kann sowas nicht. So, schauen wir mal. Wie sieht's hier aus? Genau, wir bauen hier eine Barrack hin. Hier sollte eigentlich Stein rein. Hier sollte eigentlich Stein rein. Wir haben hier schon ein bisschen bombardiert. Aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen können wir unsere Gegner katapultieren, ohne dass sie uns das übel nehmen. Nee, tatsächlich, was ich mir dabei gedacht habe, ist, es ist ein sehr langwieriges Level. Und ich dachte mir, es ist dann doch ein Ticken sympathischer. Vielleicht, wenn man mich zumindest sieht und ich nicht nur wie so ein komisches Sprachrohr. Ah, da kommt schon der Förster. Da sitze und ihr wisst ja gar nicht, was ich mache. Das ist ja so. Das ist ja so der Gag dran. Ihr wisst ja gar nicht, was ich die ganze Zeit mache. Aber es ist tatsächlich, es ist teilweise ein stures Abwarten hier. Wir können hier leider nirgendwo. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Es könnte reichen. Aber wir sollten nichts unversucht lassen, oder? Wir sollten nichts unversucht lassen. Es könnte reichen. Ich vermute eigentlich nicht, weil das Katapult schießt ja auch nicht, ne? Na, wo tragen die denn überall das Gold hin? Was geht denn hier jetzt ab? Ah, ich habe den Befehl gegeben, dass sie es raustun sollen. Okay, okay, alles gut. Ja, ist ja gut jetzt. Ist ja gut jetzt mit den Goldlieferungen. So, wie sieht's hier unten aus? Viel wichtiger. Können wir immer noch nichts bauen? Hier könnten wir was bauen. Ah, er baut hier eine Baracke hin, okay. Ja, die Militärmacht ist schon minimal gesunken. Wir müssen aber echt, wir müssen richtig sparsam mit unseren Goldsoldaten umgehen. Sonst kriegen wir ein Mega-Problem. Das Ganze wäre eigentlich Baufläche, ne? Na. Wo kommen denn unsere Leute jetzt? Wo sind sie denn? Holzfäller? Hey, wir haben doch vorher schon den Dude gesehen. Ah, da ist der Förster, okay. Ja, hoffen wir, dass der ein bisschen was macht. Das ist gerade das einzig Sinnvolle, was wir tun können. Ja, wir können erstmals, es wird ein Debüt, werden wir ein Granitbergwerk bauen. Da schau dir, hm? Da schau dir wie ein Schweibel, wenn's blitzt. So. Da ist zumindest ein Soldat drin. Ja, nice. Da, also die Range hier kommt mir extrem weit vor im Vergleich zu der oben. Ich habe da gar kein Problem damit, wenn die da weiter Soldaten reinschicken. Das können die von mir aus gern machen. Weil dann können wir zumindest die Armee von ihnen so ein bisschen bearbeiten. Und da ich davon ausgehe, dass da Goldkrieger drin sind, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Der Nachteil ist, wenn wir das hier erobern, ist halt, also wenn wir das kaputt machen, ist halt das Gold weg, ne? Das könnte schon reichen. So, wie sieht's aus? Der Förster? Mr. Förster, Förster. Aber wir können das eigentlich auch so machen. Dann können wir hier... den
den Weg eigentlich abreißen? Was bringt uns das? Machen wir doch so. Dauert dann zwar so ein bisschen, bis es beim Sägewerk von hier aus ankommt, aber die Zeit haben wir. Oh, hallo, Oh, hallo. Nice, das ist weg. Das ist auch gut. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Und wenn, dann nutzen wir ihn gerade sehr, sehr gut aus. Aber ich habe so ein bisschen, muss ich sagen, die Hosen voll vor den Asien. Oh, oh, das ist das Hauptlager. Ich habe so ein bisschen die Hosen voll vor denen. Weil die... Das sind halt so viele, ne? Das ist ja wie im Real Life. Sauwitzig. Aber wieso kommen da keine Soldaten raus? Die haben keinen Bock, oder was? Ah, hier oben könnten wir auch theoretisch was hinbauen. Haben die so ein scheiß riesiges Königreich, dass die jetzt schon nicht mehr ihre Baracken besetzen können? Das wäre zum einen faszinierend, zum anderen echt beunruhigend. So, baut der... Er baut hier so verdorrte Bäume. Hä, die haben wir doch nicht abholzen können. Ah ne, sind die anderen, okay. Okidoki, wie sieht's hier aus? Wird langsam. Mit einer dicken, fetten Betonung auf langsam. Jep. Gut, dass sich da gerade Esel hinbewegt haben, weil das können wir gleich wieder abreißen. So, jetzt können wir hier nochmal einen Gelehrten hinschicken. Aber ich denke, dass das hier aufgebraucht ist. Und dann werden wir uns langsam mal an das Gebirge machen. Und dann, Freunde, dann ist es, glaube ich, langsam soweit. Dann ist nämlich alles aufgebraucht, außer das Granit. Hier wäre noch was, aber da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin, selbst wenn wir es wollten. Es ist ein ganz, ganz komisches und schwieriges Level, weil die uns halt irgendwo übermächtig sind. Also hinsichtlich, ja, Armeegröße. Weil, wenn wir sie angreifen, dann glaube ich weiß es nicht, aber dann glaube ich, dass wir automatisch auch im Krieg mit den Gelben sind. Und die Gelben scheffeln immer noch Gold. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo die das herbekommen. Okay, die ersten Bäume werden schon Warum ist da kein... Haus nicht besetzt. Haben wir keinen Schreiner mehr? Schreiner, natürlich haben wir noch einen. Wo ist denn das Problem? Aber bitte kein Gold rein. Hey, wo ist denn das Problem? Kohle gefunden, nice. Ich verstehe gerade nicht so ganz, warum hier kein Schreiner kommt, aber gut. Das ist nicht das, was wir erreichen wollten. Krass, hier können wir nicht mal was hinbauen. Ach, jetzt hör mir auf. Weißt du, die anderen...
bauen seit 20 Stunden, ne, aus demselben Bergwerk Gold ab. Und wir? Bei uns kommt nicht mal der Schreiner in sein... Da kommt er jetzt. Hä? Ist der 20 Mal um die Map gerannt oder was? Was hat er gemacht? Und warum kommt hier kein Gold rein? Was sind das für Zustände hier? Freunde, wir sind hier im Krieg, ne? Wissen Sie selber, oder? Ich meine, wir können uns diese Faxen leisten. Die bilden auch immer noch Soldaten aus. Und auch noch Gold. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo das enden soll. Ich weiß auch nicht, ob es besser wird dadurch, dass wir so lange warten. Oder ob wir es eigentlich nur noch schlimmer machen. Aber wir können die doch nicht angreifen. Das ist doch bescheuert. Aber wenn wir so weitermachen, dann sitzen wir noch Tage. Also auch ein Katapult. Das Hauptlager angreifen macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich weiß auch nicht, ob ich zu passiv reagiere. Ich hoffe gerade, die ganze Zeit das Haus ist immer noch nicht besetzt. Wo ist dieser Dreckschreiner? Meine Fresse, ey. So, wie sieht's hier oben aus? Wenn der hier oben das Ballern anfängt, das wäre göttlich. Weil die werden sicher immer wieder den Laden auffüllen. Oh. Oh nein. Och, das wäre der Zenit der Unnötigkeit. Wir können ihn auch nicht Sinnvolles wegnehmen. Wo geht's denn hier auch weiter? Hier so ein Fluss, 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 Fluss. Dümpelfluss. Wie man es auch immer nennen will. So. Schreiner ist... Alter, der lässt sich Zeit. Das Lager ist schon voll mit Holzbaumstämmen. Warum bringen die Gold darunter? Ah. Schon eher. Ist dir eigentlich klar, dass wir hier Probleme haben nur wegen dir? Ist dir das eigentlich bewusst? Na, vermutlich nicht. So, mal sehen, wie lange wir Spaß an diesen Bergwerken haben. Boah, mir gefällt das alles nicht. Das. Also auch schon Transport. Wir haben Transportsteine auf ganz oben. Warum kriegt der jetzt hier keinerlei Steine? Hm? Wir haben Transport auf Maximum. Oder ist das schon wieder verkehrt rum? Aber sie schleppen wieder von irgendwo Steine an, wo es keine Sau braucht. Okay, die Musik, die hat mich ein bisschen. Die entspannt mich. Was ist das da unten? Ist das ein Lager? Sieht ganz danach aus, oder? Könnt ihr da einen verfickten Stein reinliefern? Entschuldigung. Aber das ist ja unfassbar, oder?
Schau dir das mal an. Wo haben die den jetzt hergeliefert? Von hier unten, oder was? Von hier? Ja, so wie das aussieht, tun sie auch alles von hier liefern. Das ist ja brutal. Wisst ihr was? Ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn das Gold da runtergetragen wird. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd, weil die brauchen sowieso Jahre. Eigentlich sollten wir alles darunter transportieren. So, jetzt schauen wir mal kurz. Der Stein. Hängt jetzt einiges von ab. Normalerweise müsste es klappen. Es sieht nicht danach aus. Nee. Ich glaube, der schießt nicht. Das ist doch echt bescheuert, oder? Oh, die wollen hier was Größeres hinbauen. Das schaffen sie aber nicht. Das schaffen sie nicht. Nee. Vergesst den Fall. Er macht wirklich nichts, oder? Shit. Es ist ein ständiges Stats betrachten und so, aber die hören halt auch nicht auf, weiter Soldaten auszubilden. Die gelben, die roten auch nicht. Wo nehmen die diese Rohstoffe her? Sind wir zu feige? Sind wir wirklich zu feige? Sollen wir einfach reinrushen? Und versuchen, irgendwem die Goldvorräte zu stehlen? Wenn wir da halt einmal reinhauen, gell? Wenn wir einmal reinhauen, dann ist halt das Thema erstmal durch. Also dann geht die Luzi halt ab. Krass, wie schnell das da oben fertig gemacht haben. Wie viel haben wir da noch drin? Noch zwei, okay. Ja gut, war ein Flop hier oben. Okay. Sehe ich ein. Könnte klappen hier oben. Hä, da wollten wir doch vorher hinbauen. Aber irgendwie spielt gerade das Game so ein bisschen mit mir, oder? Spielt das gerade so ein bisschen mit uns? Bitte kein Gold. Schauen wir mal, wie es um die steht. Normalerweise müssten da jetzt, was weiß ich, was da alles kommt. Aber dieses Ding hier, diese Mine existiert, seitdem wir sie gesehen haben. Also seit 20 Folgen circa. Warum kann die immer noch abbauen? Warum? Ich bin ein bisschen confused. Bitte zeige uns jetzt irgendwas, was geil ist. Irgendeinen schönen Bauplatz für Katapulte. Hi. Das ist es, was ich meinte.
Ich denke, den hier oben können wir wieder abreißen. Das braucht kein Mensch. Ja, schön. Das wird nicht lang bestehen, ne? Die holen Soldaten zurück. Ist das unsere Chance? Ich weiß es nicht, es sind so viele. Wenn es da jetzt einmal losgeht, gell? Freunde, wenn wir da einmal reinhauen, dann geht's halt ab. Und dann gibt's halt auch kein Zurück mehr. Das muss euch klar sein. Scheißegal. Auf geht's. Es ist jetzt genug. Es ist jetzt genug mit den Spielchen. Wir haben uns lang genug beschnuppert, Freunde. Zur Not, ich habe jetzt gerade gespeichert, zur Not können wir immer noch laden, wenn es total schief geht. Auf geht's. Wie sieht's mit den Verhältnissen aus? Okay. Damit ist das Friedensbündnis quasi aufgehoben. Ja, hier unten geht's auch los. Ich denke, es war ein Fehler.